Mein Lieblingsort? Eigentlich der ganze Bayerische Wald. Wobei ich zugebe, mir hat immer einfach das Ei ganz besonders gefallen. Es war das erste, das ich jemals begangen habe. Heute wird es hier überall nachgemacht. Der Gang oben, eine quasi Baumwipfelpfad, dann der Blick über den Bayerischen Wald, zu erleben die Natur, die Stille, ein bisschen dem lieben Gott näher zu sein. Das ist etwas ganz Besonderes. Diese Verpflichtung anzunehmen, die uns Natur und Heimat zu bewahren, auferlegt hat, dafür zu sorgen, dass auch die nächste Generation spürt, in welcher langen Tradition von Identität und Verschmelzung von Region, Mensch und Natur stattfindet. Das findet man dort am allerstärksten. Deswegen komme ich immer wieder gerne in den Bayerischen Wald. Es ist ein großartiger Ort, ist eines des Herz der bayerischen Natur. Deswegen bin ich da gern da. Und wie gesagt, wenn man den ganzen Weg hochläuft und den Blick hat, die Luft atmet, die Freiheit spürt, und gleichzeitig die Demut für die Natur empfindet, dann ist man gern da.